Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Staxel. Ha, die Post ist richtig schnell hier. Im Gegensatz im reellen Leben ist die hier wirklich fix, weil am nächsten Tag habt ihr schon was. Und ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe Hühnerfutter bestellt. 10 Stück zur Probe. So. Jetzt machen wir, ihr habt bestimmt Hunger, ne? Ja. Wir machen hier einfach noch einen hin. So, das ist die Futterstelle. Und dann streuen wir hier einfach Kühne, also Futter drauf. Und alle unsere Hühner sind glücklich. Ja, was wollen wir denn mehr? Dann streicheln wir die. Bleibt mal schön hier. Streicheln. 1. Scramble wird gestreichelt. Ist fröhlich. Der Hahn wird gestreichelt. Der heißt übrigens Ken. Fehlt eigentlich nur noch die Barbie, nicht? So. Guck mal. Schön. Ah, herrlich. Dann stellen wir das Futter mal hier hin. Und den Dünger, ich habe keine Ahnung, der muss woanders hin. Ich habe den aber noch nie gebraucht, das ist ja... Ist hier noch Platz? Danke. So, jetzt habe ich hier noch so einen komischen Hut. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Ich muss dringend anbauen. Aber wohin? Da mache ich mir auch noch Gedanken zu, gar keine Frage. Hier sind auch noch mehr solcher Sachen. So, was haben wir denn noch? Die Milch konnte noch weg, hier. Wo hatte ich denn die Kristalle hingelegt? Die waren doch auch hier irgendwo, oder? Kristalle? Milch hier. Das muss ich mir auch alles im Kopf behalten. Und das ist ja auch nicht das einzige Let's Play, was ich mache, ne? Da hatten wir noch Glücksdinger und, das muss ich alles im Kopf behalten. Das überfordert mich in einem Maße. Flaschenpost rot. Naja. Glückliche Hühner. Da sind sie, die Kristalle. Wo hatten wir das denn jetzt? Hier. Komm, da packen wir noch 4 Kristalle zu. Dann sind wir bei 20. Das ist sehr gut. Und wir können ja auch bald wieder Kristalle. Warum kann ich das hier nicht nach unten setzen? Grün, das muss weg, das muss weg. Das geht in den Verkauf. Das muss hier noch irgendwo rein. So. Haben wir das irgendwo? Sieht nicht so aus, ne? Das wird noch eine Aufgabe. Diesen roten Gelee-Saft hier, wo können wir den denn nochmal hinstellen? Wo ist denn hier noch Platz? Ja. Das Blatt hier hin. Puh. Können wir hier was ernten? Ne. Bienenhonig müssen wir bald mal wieder machen. Einmal über die aggressiven Bienen springen. Dann sammeln wir einfach das Zeug auch wieder. Können wir Geld mit verdienen. Wir brauchen ja ein bisschen was. Die Hühner haben uns ein bisschen was gekostet. Und wir wollen ja auch nicht übertreiben. Vielleicht noch eine Kuh oder so. Hallo Katze. Das ist eine sehr verwunderliche Katze. Hör mal, Oskar. Oskar. Eines Tages besorge ich mir Autoreiniger, bla bla bla. Was ist mit Cecil? Hier, möchtest du mir das als Geschenk überreichen? Yep. Dank dir, immer wieder gerne. Wem kann ich denn noch ein Blümchen schenken? Frisch aus dem Eris. Ich warte hier, bis alles fertig ist. Ja, ich gebe dir in der Zwischenzeit... super, Tierknospe, ist das für mich? Ja, natürlich. Cool. Du musst eine Aufgabe erledigen, bevor dein Ansehen bei dem Dorfbewohner... Oh, ja, ich brauche Mammut-Dings, wie auch immer. Ach, Mann. So, was sagt denn hier unser... Die Plakate habe ich auch mal dahin geklebt. Ah! Schreck mich doch nicht so. Die Sonne ist da und sie ist schön und warm. Es ist einer dieser Tage, an denen man einfach nur entspannen und nichts tun möchte. Einer der verdammten Tage, die ich nicht ertrage. Fedelpi. Wie kann ich dich auch heute für dich tun? Irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Cecil ein paar Schwierigkeiten. Cecil? Hier kommt der Horrordienstleister. Wo ist denn Cecil? Cecil. Ist das nicht Cecil da? Ja, da ist es. Natürlich, lauf noch vor mir weg. Bleib doch mal stehen, Mädchen. Was ist denn mit dir, Hasenzahn? Hm? Darf ich mal von hinten kommen? Ich hätte jetzt wirklich Lust auf Karottenkuchen. Ich frage mich, ob ich das irgendwo herbekommen könnte. Oder mir vielleicht ein freundlicher Helfer, Fremder. Und ich kann das bestimmt zubereiten. Klasse, komm zu mir, wenn es fertig ist. Karottenkuchen.
Nein, i. Komm, dann backen wir mal schnell was. Können wir den schon? Karottensuppe. Ne, kann ich nicht. Karottenkuchen. Shit. Backrezepte. Ach, die gab's doch da hinten. Dann kaufen wir den und backen das ganz schnell. Hast du Karottenkuchen? Hallo, hallo, hast du Karottenkuchen? Drachen, Rühr, Erdbeer. Apfel, Popcorn, Schoko, Torte, Zitronen, Erdbeer, Kirsche, Rühr, Brom, Limette, Gemüse, Blaubeer. Hier gibt es Buttermilch, Sahne. Ach, guck, die kann man hier kaufen. Brauche ich aber nicht, ich habe ja selber. Kirsche, Erdbeer, Schoko, Muffins. Gemüsekuchen, Erdbeerkuchen, Kuchenkruste. Och, das kann doch nicht sein, dass ich nach Dingen gefragt werde, die ich nicht herstellen kann. Das ist doch doof. Mann. Das ist aber auch nirgendwo das Rezept hast, weißt du? Warum wird denn nach sowas eigentlich gefragt? Das ist doch unfair. Ich würde ihn doch herstellen, ist doch nicht das Problem. Geh doch mal weg live. Mann, mit dir will keiner schreiben und keiner reden. Erdbeer, Orangen, Himbeerkuchen, gebackene Kartoffeln, Brombeer, Himbeer, Popcorn, Kirschkuchen, Apfel, Smoothie, Drachenfrucht, Pfirsichpüree, Limette, Apfel, Mango. Ja, ich habe keine Chance. Also, das sind echt Dinge, die ich nicht... Also, ehrlich, da muss man wirklich sagen, das ist blöd. Du kriegst Aufgaben, die man eigentlich ja erfüllen kann. Die du aber nicht erfüllen kannst, weil es einfach an allen Stellen unmöglich gemacht wird. Mal gibt es die Sachen nicht zu kaufen, jetzt kriegst du kein Rezept dafür. Wie soll ich sowas erfüllen, wenn ich nicht mal das Rezept dafür kaufen kann? Wo soll ich das herbekommen? Durch einen glücklichen Zufall? Oder weil ich zufällig vor Monaten mal hier an diesem... Bleib doch mal stehen, du Arsch. Weißt du, und so. Ja, ich reg mich gerade auf über deine Kackstadt. So, weil hier irgendwo mit ein bisschen Glück, ja, Brombeer-Konfitüre-Rezept, roter Steinblock, also da muss ich das hier mit ein bisschen Glück gekauft haben. Ja, toll. Und ansonsten hast du doch gar keine Chance, hier irgendwas zu reißen, oder? Also ich finde, Dinge, die man nicht freischalten kann. Ich meine nicht Sachen, die muss man besitzen, sondern wenn du es einfach nicht freischalten kannst, hier nirgendwo ein Rezept. Also ich habe keine Chance, diesen Kuchen zu backen. Ja? Das ist doch Kacke. Das ist wirklich Kacke. Ich kann noch mal gucken, ob ich ihn zufälligerweise auf dem Ofen stehen habe. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was ich machen soll. Also ich kann ein Grundrezept machen, aber ob ich einfach so, wenn ich das Rezept mir jetzt sozusagen google, ob ich da eine Chance habe, ich weiß nicht. Ich habe ja noch ein bisschen was stehen, aber Brombeerkuchen, Obstsalat, Gemüseeintopf und gewürzter Lachs. Also auch nicht. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und wenn ich das jetzt bestelle, habe ich nichts davon. Karottenkuchen. Der Käsekuchen. Karottensamen, Karotte, Gemüseeintopf. Also ich kann es nicht herstellen. Ja, tut mir leid, hätte ich ja gerne gemacht, Ziel. Aber wir haben, glaube ich, sogar Karotten da, oder? Ist dann das nächste Problem. Du hast keine Karotten. Wir haben echt noch keine Karotten? Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Salat. Wir haben keine Karotten. Zuckerrüben, Blaubeer, Wassermelone, Steckrüben. Ja, läuft, wa? Nimm mal die Nägel mit. Kann man bestimmt wieder gebrauchen. Habe ich heute Morgen eigentlich schon meinen Hühnern Hallo gesagt? Doch, ne? Habe ich schon. Ja, Ken ist zufrieden. Zu fressen haben sie. Wasser braucht ihr nicht, ne? Ich würde euch gerne... Haben wir nicht noch Sand hier irgendwo? Sandblock. Ja, ihr wisst, was ich mache. Wo machen wir denn so eine Scharre? So zum Scharren, wisst ihr? Ja, ich weiß. Fall da nicht rein, Huhn. Fall da nicht rein.
Weil ich weiß, Hühner brauchen Sand. So für Fellpflege und so, ne? Ja, ich weiß, Gefiederpflege, aber... So, dann kriegen die hier nämlich so einen Sandplatz hin. Und dann können die nämlich hier auch sich schön durchwühlen und so. Wahrscheinlich betreten sie das nicht, aber... Siehst du, der Huhn guckt schon so. Was ist das für ein Quatsch? Werd nicht frech, du. Ja, bist ja mein Lieblingshuhn. Und du auch. Und du bist mein Lieblingshahn. Ja. Ach, Fussel ist glücklich. So, was machen wir denn heute? Ja, Fluffy. Ja, beim Haus wollte ich mir noch so ein paar Gedanken machen. So Grundflächen verändern, das muss alles raus, das wisst ihr, ne? Das kann ich nicht im Let's Play machen, Leute. Das muss alles raus hier. Alles. Fluffy, das muss alles raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wann war denn nochmal, sonst mache ich jetzt einfach ein paar Tage weiter. Wann war denn hier wieder mal Kronenfest? Am 14. Okay. 14. Mhm. Gut, bis dahin haben wir ja noch ein bisschen, ne? Können wir noch irgendwas tun hier? In Staxhell? Nicht wirklich, ne? Ist hässlich. Was mit dem Kuchen? Das sind wieder so Dinge, die ärgern mich jetzt irgendwie ein bisschen. Rosemarie, du fütterst deine Haustiere regelmäßig, oder? Wenn nicht, wird es nicht sehr glücklich sein. Das wäre doch traurig, oder nicht etwa? Oder etwa nicht? Ja, natürlich fütter ich das regelmäßig. Du kannst ja vorbeikommen und gucken. Mischen und backen. Also, theoretisch kann ich das hier auch, aber... Torte mit Zuckerguss. Apfelkuchen. Karottenkuchen. So. Also, ich habe mir mal eben das Rezept rausgesucht. Für euch war das ein Schnitt. Ich hoffe, ich habe den auch gemacht, sonst wird es peinlich. Gibt es denn hier... Es steht absolut gegen mich, ne? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt schon keine Lust mehr, diesen verkackten Karottenkuchen zu machen. Weil... Mehrere Sachen kriege ich einfach nicht. Also zum Beispiel den Zucker. Keine Ahnung, wo es den gibt. Den muss ich also wahrscheinlich irgendwie selber aus Zuckerrüben herstellen. Da muss ich eine Karotte hacken. Es gibt aber keine Karotte. Ja? Nirgendwo hier gibt es Karotten. Ist jetzt nicht die Jahreszeit, weißt du? Es werden Sachen gewollt, die du schlichtweg nicht herstellen kannst. Karotten. Gibt es denn Karotten, sagen? Es sieht nicht so aus. Tomate, Limette. Gibt's alles nicht. Kannst du mir sagen, was du willst? Ist wieder so eine Aufgabe. Wisst ihr was? Lassen wir es doch einfach. Okay, Staxel, einigen wir uns drauf. Lassen wir es einfach. Da habe ich keine Lust mehr zu. So, wo sind wir? 15:20. Okay. Bisschen was müssen wir noch. Du willst immer noch dein... Ich warte, bis alles fertig ist. Ja, ja, ja. Farmfan, hey, Fed LP. Anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt zum Anlass zu feiern. Gurkensamen, Minenhelm und sowas. Vergessen Sie nicht beim nächsten Mal, was auch immer. Hey, wie wär's mit deiner Farm? Ich bin immer noch dabei. Ich hätte wohl sehr daran gewöhnt, als Erinnerungsstück von der Farm nachts bei mir zu haben. Ohne sie kann ich überraschenderweise nur so schlecht schlafen. Vielleicht könntest du mir ja dabei helfen, auf der Insel nach dem einen oder anderen Stück zu suchen. Nur ein paar Sammlerstücke, weißt du? Ich würde mich mit etwas Sternengelee, fossilem Schleim und einer Kammmuschel zufrieden geben. Denkst du, dass du das schaffst? Ja, aber erst in der nächsten Folge. Bin ich mir sicher. Ich muss aber noch ein bisschen Zeit totschlagen. Was will die haben? J.
Sternengelee, fossilem Schleim. Da weiß ich schon wieder nicht, wo es den gibt. Fossilem Schleim, Kammmuschel habe ich bestimmt irgendwo und Sternengelee. Das sind so zwei Sachen, die habe ich. Aber fossilem Schleim, wo soll es den denn geben? Wie sieht der aus? Keine Ahnung. Hier könnte mal Licht hin, ne? Wo habe ich denn den, die da unten, ne? Da habe ich sie weggenommen. So, dann geben wir dann meinen Auftrag hier. So. Sternengelee. Will sie nur einen haben? Kammmuschel. Warum ist das eigentlich nachts so finster hier in meiner Bude? Kammmuschel. Habe ich nicht gerade noch irgendwas bekommen? Das waren Gurkensamen, ne? Habe ich da irgendwo Gurkensamen, Steckrübensamen, Zuckerrüben, Wassermelone, Blaubeer, irgendwas Samen? Unsortiert alles. Eine Kammmuschel. Habe ich die schon? Ich kann kaum was erkennen. Cupcake Head. Kammmuschel. Naja. Wir gucken einfach mal. Was haben wir hier unten? Kaputter kleiner Grabstein und sowas. Okay. Mal gucken, was zu Halloween sie sich einfallen lassen. Kammmuschel. Habe ich bestimmt schon mal gesehen. Fossilen Schleim sagt mir aber überhaupt nichts. Also da bin ich dann schon wieder raus. Und ja, wir gucken es uns einfach in der nächsten Folge an, wa? Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Wo kann ich das hier ablegen? Da, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich wieder für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns bei einer neuen Folge von Staxel oder einem der vielen anderen Let's Plays hier auf dem Kanal. Und wenn du es noch nicht getan hast, lass gerne mal einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin. Ciao, ciao.